Sag mal, Kinder, habt ihr etwa den Käfig von Rosi offen gelassen? Das warst du selber. Ecke? Du verlierst doch ständig was. Ich doch nicht. Und schon ja nicht Rosi, das preisgekrönte Rosettenmeerschweinchen, das uns unser Nachbar zur Pflege dagelassen hat, während er mit den Hells Angels auf Chorfahrt ist. Ich unverhässlich. Wohl, hör einfach nicht hin. Lass uns lieber die Überreste verbuddeln, solange die Rosette noch warm ist. Schnell, beeilt euch. Da hinten kommt er schon. Und er trägt die Farbe des Teufels. Hoffentlich platzt der Reifen. Hallo, Herr Sandmann. Vielleicht fällt ihm ja ein Ast auf den Kopf. Und Herr Sandmann, wie war die Chorfahrt? Herrlich! Wir haben ein neues Stück erarbeitet. Es heißt Fahrstuhl zum Falsett. Aber wo ist Rosi? Sie kommt ja sonst immer schon zum Zaun hier ran, wenn sie meine Maschine hört. Rosettenmeerschweinchen haben ein viel besseres Gehör als Menschen. Na, den Rasenmäher hat sie nicht gehört. Wie bitte? Möchten Sie vielleicht etwas fernsehen? Na gut, aber kein RBB. Das wühlt mich immer so auf. Im ersten läuft eine Doku über traumatisierte Pfeilgiftfrösche. Schön, aber wo ist Rosi? Die liest doch Krieg und Frieden zu Ende. Es werde Licht! Sag mal, was ist mit euch los? Sitzen Sie bequem. Ja, danke. Mir tut jetzt schon der Hals weh. Wir werden alle sterben.